Deutschland steht an der Seite von Israel. Die Solidarität ist bereits am Wochenende riesengroß. Aber es gibt auch diese Bilder. Palästina-Anhänger feiern in Berlin den Angriff der Hamas auf Israel. Auch heute sind in Teilen Deutschlands wieder Demos angekündigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet dazu klare Worte. Wer diesen Terror bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen. Solches Verhalten entsetzt mich, es widert mich an. Erste Konsequenzen zieht die EU. Zahlungen in Höhe von knapp 600 Millionen Euro für Entwicklungshilfe in Palästina werden gestoppt. Zuvor hatte bereits Deutschland angekündigt, die Finanzhilfen in Millionenhöhe zu prüfen. Beim Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur deutsch-französischen Kabinettssitzung in Hamburg betont auch Kanzler Olaf Scholz heute erneut die Solidarität mit Israel. Voraussichtlich am späten Abend werden Emmanuel und ich mit US-Präsident Biden und dem britischen Premierminister Sunak telefonieren, um die Lage und das weitere Vorgehen zu erörtern. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind sich einig. Es darf nicht zu einem Flächenbrand in der Region werden. Hier in Hamburg will man ein Zeichen setzen, dass der Westen geschlossen hinter Israel steht. Welche Konsequenzen das genau haben wird, ist bislang noch nicht klar.